Hallo, mein Name ist Frederik Riedl und ich zeige Ihnen heute, wie Sie die Funkverbindung zwischen einem Motorsteuergerät XS-MSG2AP und einem Bedienteil XS2B herstellen. Achtung, dies darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, da Lebensgefahr durch elektrische Spannung besteht. Um das Bedienteil XS2B in das Motorsteuergerät einzulernen, müssen Sie folgendermaßen vorgehen. Sie drücken die Programmiertaste im Inneren des Motorsteuergerätes zweimal kurz hintereinander. Beide LEDs blinken gleichzeitig. Anschließend drücken Sie die Stopptaste am XS2B für 3 Sekunden. Beide LEDs im Motorsteuergerät gehen aus und Sie können nun über die einzelnen Kanäle bedienen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen geholfen. Weitere Informationen und die Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Webseite.